Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute mit den Highlights aus der ersten Woche des Crossover Events. Im Hintergrund seht ihr noch mein 5 km Ei, was ich ja letzte Woche durch Abenteuer Sinn bekommen habe. Leider nichts Spektakuläres, nur ein Kiesling. Und dann darf ich mich mal ausnahmsweise, auch wenn es kein Shiny war, über einen sehr, sehr guten Durchbruch freuen, denn ich habe, man hat es ja schon an den WP gesehen, ein 100er bekommen. Deswegen, ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Schreibt gerne rein, wie es bei euch gelaufen ist die Woche, wie die erste Woche bei euch gelaufen ist, wie ihr das Event findet. Und ja, supportet mich einfach, wenn euch das Video gefallen hat. Denn dieses Event ist, ja, bis auf so eine Kleinigkeit eigentlich richtig gut. Denn, ja, die hätten vielleicht ein bisschen mehr von Hyper- und Superbällen irgendwie uns zur Verfügung stellen können als Belohnung bei den ganzen Sammlerherausforderungen. Ich habe übrigens, die seht ihr auch hier im Video, bis auf eine alle fertig. Die anderen zwei, die noch kommen, die nächsten, es müssten zwei sein, zeige ich euch dann auch hoffentlich nächste Woche, dass ich die abschließen kann, plus die, die jetzt noch aus dieser Woche fehlt, denn ich muss noch ein Glurak traden. Irgendjemand muss mit mir ein Glurak traden. Dann habe ich auch alles erledigt. Genau, Pikachu mit Mütze gefangen, gezeigt. Musste man ja auch einmal fangen für die Sammlerherausforderung, deswegen einmal exemplarisch gefangen, gezeigt. Den neuen Pokédex-Eintrag zu Reißlaus zeige ich euch auch. Und wenn alles gut geht, gibt es noch mit dem ein paar Kämpfe im Fossil Cup mit Tektas, mit der Entwicklung, wenn ich genug Bonbons habe. Und dann schauen wir mal, wie gut das Pokémon spielbar ist. Und hier ist Onix auf Ansage. Ich hatte ja zum meine Multiple-Box gestreamt und da habe ich gesagt, ja, wetten, wenn ich das nächste Video hochlade, kriege ich Shiny Onix und kann euch das zeigen. Und das ist eingetreten. Erste Onix, was ich angeklickt habe, war es eine Forschung, hatte nicht mal verkehrte IV, war Shiny. Das ist doch richtig gut und cool gelaufen, freut mich. Ihr müsst es mir natürlich nicht glauben, dass es so passiert ist, aber es ist so passiert. Dann sind wir noch bei den Sammler Herausforderungen, die ganzen Pokémon einzusammeln. Natürlich, klar, sind sie nett. Visafloor, Totok, Glurak und die sind halt drin, weil es in dem neuen Pokémon Go Set, im Karten-Set, gibt es ja auch die Starter, die Kanto-Starter als Shinies. Und ja, ich werde dazu auch, sobald ich Produkte dazu habe, die kommen ja am 1.7. raus. Und wenn die da sind, werde ich natürlich auch zu Pokémon Go zu dem Set ein bisschen was öffnen. Vielleicht schaut ihr ja vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ja, schreibt gerne rein, wenn ihr gehypt seid. Ich muss auch mal gucken, wie verfügbar das ist, was man bekommt und so. Das Set, meiner Meinung nach, finde ich cool. Aber das ist ja auch halt meine Meinung, weil ich halt seit Jahren schon Pokémon Go, seit Tag 1 Pokémon Go spiele und ich einfach dieses Spiel mag. Deswegen gibt es immer noch hier immer wieder Videos von mir zu diesen ganzen Events. Wie gesagt, das ist jetzt Woche 1. Ich bin mal gespannt, wie Woche 2 läuft. Genau. Was Spektakuläres habe ich jetzt nicht bekommen. Das Glurak, was ich hier gefangen habe, war ganz okay von den IV. Geht natürlich besser. Aber kann man mit leben. Genau, ansonsten habe ich, denke ich, mal alles Wichtige gesagt. Wie gesagt, die letzte Quest von dieser Woche, die geht ja noch eine Woche. Da muss man das Glurak traden. Fehlt mir noch, und da war ja ein Meltan drin. Shiny Meltan habe ich ja auch im Livestream leider nicht bekommen. Wenn ihr dabei wart, wisst ihr das. Habt eine Box geöffnet. Und dann haben wir noch die ganzen Pokémon, die man auch natürlich durch Quests bekommen kann. Oder halt durch Raids. Aber ich habe die alle drei wild gefunden, weil ich habe diese Aufgabe, fange 40 Pokémon, noch kein einziges Mal im Pokéstop gefunden. Falls ihr die gefunden habt, schreibt es gerne rein, weil ich glaube, die scheint sehr selten zu sein. Deswegen schauen wir mal. Den Litterking, Relaxo. Relaxo habe ich ja schon häufiger mal wild gefangen, da gab es ja schon öfters Events zu Relaxo. Litterking müsste mein erstes wildes Litterking gewesen sein, wenn ich mich nicht gerade vertue. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob ich schon mal eins gesehen habe, ohne Event, das kam jetzt durch mehr Event, ist aber trotzdem mega selten, aber definitiv mein erstes wildes Dragoran, was ich fangen konnte. Leider ist mir das erste geflüchtet, deswegen zeige ich euch aber jetzt mal das hier, weil das erste war sogar Wetter geboostet und ja, leider geflüchtet, kann man nichts machen, aber muss ich ja nicht unbedingt zeigen. Ich hoffe, bei euch ist es genauso gut gelaufen, ansonsten, wie gesagt, gerne Like da lassen zum Support und kommentieren und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Und damit ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.